Unwetter in Osthessen. Hitze, Schwüle und Kaltfront, ein Bombengemisch. Die Kaltfront von Tief Gerhard überquerte gestern Nachmittag Deutschland und es kam zu unwetterartigen Gewittern. Zum Glück blieb es bei einem kurzen starken Regenschauer und etwas Hagel. Diese Regenschauer sorgten für reichlich große Wasserpfützen auf den Straßen sowie hier auf der Frankfurter Straße in Fulda.